Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So, ja, das ist natürlich nach wie vor ein Problem, eh klar, wie immer. Selbst hier staut es schon ordentlich zurück. Oh Mann. Es gibt ein neues Tool, ich habe es noch nicht runtergeladen, das was sowas vielleicht verbessern könnte, aber wir müssen erstmal darauf warten. Okay, das Wasser bewegt sich in die richtige Richtung. Hier kann man schon wieder fahren. Also es senkt sich zum Glück wieder. Das ist ja schon mal ganz gut. Hier ist nach wie vor problematisch natürlich. Dabei sind eh hier die... Okay, die stehen hier alle im Stau. Warum steht sie hier alle im Stau? Junge, Junge. Müssen wir hier wohl was ändern? Bitte abbiegen und geradeaus fahren. Abbiegen und geradeaus fahren. Du gehst hier hin. Und du hier und hier. Und hier selbiges. Hier brauchen wir keine Ampel. So, was haben wir Neues? Wir haben neue Straßen. Irgendwo. Hoffentlich. Das war's nicht. Das war's. Genau, die ist auf jeden Fall neu. Die dürfte nämlich Parkplätze dabei haben. Jetzt ist natürlich Nacht, da sieht man genau gar nichts. Ah ja, da bilden sich hier solche... Ja, da sind eben links und rechts Parkplätze da dabei. Schrägparker, wohlgemerkt, weil Parkplätze hat man ja sonst eh auch normalerweise. Ah ja, die ist auch neu. Die ist asymmetrisch. Und bietet hier die Möglichkeit... Warte mal. Ja, dass sie genau das hier kann. Was ich sehr wichtig finde. Also das macht die gleich automatisch. Sowas ist sehr, sehr praktisch. Aber ich glaube, das war es auch schon wieder. Was wir jedoch jetzt machen werden, ist die Autobahnen upgraden. Das hätten wir auch schon vor Ewigkeiten tun sollen. Gut, das können wir halt hier leider nicht. Oder können wir das... Na, mit der Anarchie kommt das trotzdem nicht. Okay, wir machen alles mindestens auf eine fünfspurige. Müssen dabei natürlich jetzt wieder da hier anpassen. Nein, wollen wir nicht, danke. So, das heißt, wir können die hier zum Beispiel schon mal als eigene Auffahrt machen. Hoppla, falsch durchgezogen und so und kopieren. Zu der hier einfügen. Okay, die kann bleiben, ja. So, dann. So. Nein. Ah, verdammt.
Okay. Den Rest schauen wir sich nachher an. Wichtig ist halt, dass die hier nicht hinfahren. Wir lassen es einmal so momentan. Vorerst schauen wir uns mal die andere Richtung an. Oh no. Ah, geht's aber aus. Passt. Das passt. Wichtig ist, dass nichts auf die Autobahn steht. Warte mal, hier müssen wir jetzt dann mit einer vierspurigen weiter. Und hier kommen zwei. Okay, das... Es gehen auch zwei weg, okay. Dann dreispurig hier. Und hier wieder fünfspurig. So. Das hätte man schon viel früher machen sollen, dass wir die hier ausbauen. Damit einfach mehr Kapazität da ist. Ah, verdammt. So, lassen wir die einstweilen mal weiterfahren. Während wir hier die Anpassungen machen. Ist ja ganz toll. Kann man das nicht irgendwie verändern, dass sie nicht so geschwungen ist? Und was heißt das hier mit Regeln? Das ist auf jeden Fall nicht, was ich wollte. Was heißt das? Toll. Ja, so kann man das nicht lassen. Das ist ja fürchterlich. Älter aussehen lassen. Ist aber leider nicht, was ich wollte. Ja, hilft nicht. Schaut leider fürchterlich aus, aber lässt sich nicht ändern. Das wäre noch etwas, was dringend angepasst werden müsste, dass man eben... dass man die Kurven von denen ja, anpassen kann. Ja, jetzt schaut das so aus, das ist furchtbar, das ist echt hässlich. Das ändert auch nicht wirklich was dran. Das macht es auch nicht schlimmer, das macht es da schlimmer. Oh Gott, das war die... Nee, das muss man rückgängig machen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wird nicht besser. Scheiße. Oh, verdammt. Also bitte auch immer diese Road... wie heißt das? Node Network oder so heißt es, glaube ich. Connections da gemacht hat. Bitte das... dass man sowas verhindern kann. Dass man das anpassen kann, wie das... wie die Krümmung sein soll von der Linie. Das funktioniert meistens ganz gut, aber halt nicht immer. Und wenn es halt einmal nicht funktioniert, schaut das unglaublich scheiße aus.
machen wir mal weiter. Hallo. Alles abschalten. Ich will einfach nur die Straße upgraden, bitte. Und hoffentlich geht das überall unproblematisch. Und die andere Richtung müssen wir schließlich auch noch machen. So, jetzt haben wir hier eine Abfahrt. Das heißt, wir müssen hier vierspurig dann weiter. Oh, da haben wir einiges zum Nachzeichnen wieder. Und hier wieder fünfspurig. So, machen wir das einmal fertig. Nein. Okay. Hier? Oh, weil der Kreisverkehr gerade irgendwie voll ist. Ah, weil die hier mit dem Spurwechsel beschäftigt sind. Oh Gott, der Kreisverkehr ist natürlich auch eine Katastrophe einfach. So. Werden zu 4 und wieder zu 5. Schon wieder. Das kommt immer, wenn die Abfahrt hier zu steil weggeht. Scheinbar. Zumindest ist es in dem Fall so, die Linie fast da gerade durchgeht. Fertig. Oh. Das passt natürlich noch nicht.
So. Wo fahrt sie hin? Oh, nee. Nee, 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 nee. So nicht, Leute. Ich sehe jeden Tag Videos auf Instagram und TikTok, wo Leute genau so einen Bullshit machen. Das Problem ist jetzt ein bisschen, dass die Autobahnen jetzt mehr Kapazitäten haben als notwendig. Natürlich, weil jetzt gehen hier immer vier Spuren vorbei, das braucht niemand so. Also da hätten die Abfahrten größer ausfallen können. Wir hätten das von Anfang an halt schon machen müssen, leider. Das habe ich nicht gedacht. Und jetzt fällt uns das natürlich ein bisschen am Schädel. Okay, hier geht es zum Beispiel wieder nur mit. Hier geht es mit zwei Spuren nach oben, das heißt die dreispurige da weiter passt. Okay, hier haben wir zumindest schon eine vierspurige gebaut gehabt. Nochmal, wenn ich das mache. Ah ja, Dekorationen kann ich da machen. Das ist ja auch. Das ist doch irgendwie komplett bescheuert. Warum gibt es das überhaupt? Warum? Warum sollte ich sowas machen? Auf einer Straße? Das ist doch komplett bescheuert. Nein, da gibt es ja. Schon wieder dieses Problem, was wir immer haben bei der. Es sei denn. Das wäre aber auch ziemlich blöd. Naja, das machen wir nicht. Man könnte auch nur die eine hier auf zwei Spuren abbiegen lassen. Dann hätte man dieses Problem hier nicht. Aber das ist halt auch nicht im Sinne des Erfinders. Das passt schon so, wenn man hier zwei Abfahrten hat, eine zweispurige. Ja, schaut halt leider fürchterlich aus, kann man nicht ändern. Da hat die Mod leider noch ein bisschen so ihre Probleme. Vielleicht probiere ich wirklich mal diese neue Mod aus, die was es gibt. Ich weiß es auch gar nicht mehr, der heißt irgendwas mit vier Buchstaben. Ich glaube, die fängt mit C an. Irgendwas Chinesisches. Also die ganze Beschreibung ist hauptsächlich auf Chinesisch. Die geht nur einspurig weg, interessanterweise. Macht die Linie alles selber fertig und das Wasser wieder weg ist, ha? Hm, Part ist auch wieder zu Ende gleich.
Ich hab gesagt, du sollst da einfügen. So, und damit haben wir schon ein bisschen was geschafft. Oh, die fährt wieder. Das heißt, wir können die U-Bahn-Linie dann auch im nächsten Part wieder fertig machen. Und das Wasser ist trotzdem zum Stillstand gekommen. Das heißt, wir werden noch etwas machen. Was ich mir auch untergeladen habe, ist, wenn ich es finden würde. Ah, das ist hier drüben. Können die Wasserhöhe an sich anheben. Das werden wir vielleicht auch machen. Und wie geht das? Oh. Ein bisschen höher das Ganze. Geht das jetzt von selber, oder? Oh ja, es steigt, glaube ich. Oder kommt einfach mehr Wasser nach, um das zu machen? I don't know. Nee, das geht instant, deswegen ist jetzt auch hier ein bisschen überfüllt. Okay. Gut, das werden wir sich dann im nächsten Part anschauen, Freunde. Ich bedanke mich dafür fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.